Auf der Suche nach Atlantis. Ein Hörspiel von Felix Hänisch. Dimitrios, ich glaube, ich habe schon wieder einen am Haken. Schon wieder? Mann, das ist der dritte innerhalb von 10 Minuten. Neidisch? Pah, hättest du wohl gern. Du hast anscheinend vergessen, was für ein Monstrum ich letzte Woche aus dem Wasser gezogen habe. Ein 25 Kilo schwerer Thunfisch, mein lieber Elias. Ja, ja, das höre ich jetzt zum nächsten Mal. Und ich habe das Gefühl, der wird jedes Mal schwerer. Hat er nicht letztens noch 20 Kilo gewogen? Du spinnst wohl. 25 Kilo und kein Gramm weniger. Du warst selbst dabei, als ich das Biest aus dem Wasser gezogen habe. Apropos, würdest du mir vielleicht mal helfen? Da ist ein wahrer Kämpfer, sieht mich fast die Angel aus der Hand. Oh, du hast recht. Das ganze Boot war gezogen. Warte, ich hab dich. Fast wäre ich über Bord gegangen. Okay. Und jetzt? So gleich! Der wird müde, ich spüre es. Gleich haben wir ihn. Los, nochmal! Nein, der ist noch längst nicht müde. Du musst ihm erst noch mehr Leine geben, bevor wir ihn endgültig rausziehen. Pah, du willst doch bloß, dass er mir abhaut. Ich sehe schon. Jetzt, wo du gespürt hast, wie der zieht, hast du Angst, dass er deinem Rekordfang den Rang abläuft. Aber keine Sorge. Beim Verkaufserlös wird wie immer brüderlich geteilt. Ja, ja. Und schwesterlich beschissen. Was soll das denn heißen? Oh, verdammt! Oh, scheiße, tut das weh. Oh Mann, und jetzt hat sich der Haken gelöst. Oh, alles wegen dir! Wegen mir? Ich hab gar nichts gemacht. Das ist es ja gerade. Hättest du mir geholfen, dann... Warte mal! Lenk jetzt nicht ab, ehrgeizig zu sein ist das eine, aber wenn es so weit geht, dass du mich sabotierst, dann... Jetzt halt doch die Klappe! Hm? Da! Was zum... Dein Fisch hat sich nicht befreit, er wurde gefressen. Aber das ist doch unmöglich! Doch, schau! Der Kopf hängt noch am Haken! Und überall ist Blut im Wasser! Sieh dir diesen Schädel an. Das war ein Barsch, oder? Ja, ein Wolfsbarsch, ja. Und der muss ein gutes Stück größer gewesen sein als mein Thunfisch letzte Woche. Der komplette Körper ist direkt hinter den Kiemen sauber abgetrennt. Wie mit dem Filetiermesser. Das kann doch gar nicht sein. Welches Tier ist denn zu so etwas in der Lage? Da hat etwas das Boot gerammt. Das halbe Heck ist aufgerissen. Wie ist das passiert? Was hat uns da getroffen? Ich kann nichts sehen. In der ganzen Bucht ist kein anderes Boot. Oh Gott. Was ist? Das war kein Schiff, das uns da gerammt hat. Sieh nur. Das kann doch nicht sein. Oh Gott. Ein schwarzer Schatten schwimmt unter dem Boot hindurch. Jetzt kommt er wieder an die Oberfläche. Wo? Na hier, auf der Backbordseite. Er dreht sich längsseits zu uns. Schau dir diese Silhouette an. Da ist nichts. Bist du blind? Der Körper ist so breit wie unser Boot und anderthalb Mal so lang. Und dann dieser lange Schwanz und Hals. Das Tier muss über 20 Meter messen. Da ist kein Tier. Das ist angeschwemmter Seetang. Jetzt komm von der Reling da weg, bitte. Tang? Spinnst du?
Und was hat er gerade unser Boot demoliert? Was heißt hier unser Boot? Das ist immer noch mein Boot. Und wir sind auf ein Riff aufgelaufen. Was auch immer. Jedenfalls läuft Wasser rein. Wir müssen an die Küste, bevor wir untergehen. Grundgütiger! Das kann nicht sein! Das ist ein Albtraum! Es gibt diese Ungeheuer! Das sieht aus wie eine Hydra aus den alten Sagen! Hydren haben mehrere Köpfe! Aber noch viel wichtiger, es sind Fantasiegebilde! Es hat sie nie gegeben! Und wenn ich meine Augen wieder öffne, liege ich zu Hause in meinem Bett! Es spannt einen schuppigen Kragen um seinen Hals auf wie eine Eidechse. Seine roten Augen starren uns an. Und es holt mit seinem Schwanz aus, wie mit einer Peitsche, in Deckung. Ah, mein Arm! Ilias! Hilf mir, Dimitrios! Bitte hilf mir! Nimm meine Hand! Oh, ich kann nicht! Der Balken hat mir den Arm durchbohrt! Wo ist das Spiel hin? Ich kann es nicht sehen! Ist es wieder abgetaucht? Ich verblute! Ja, da ist es wieder! Ilias, schnell! Dreh dich zur Seite!